Auf der ISE 2018 zeigt Beckhoff seine Komponenten für einen integrierten Steuerungsansatz. So lassen sich Medientechnik-Anwendungen direkt mit der Gebäudeautomation verbinden. Die Kunden sind Systemintegratoren, welche in den Bereichen Konferenzräume, Leitstellen, Gebäudeautomatisierung und Entertainment-Technik arbeiten. Die durchgängige Steuerungsplattform ermöglicht die Integration aller Gewerke, von der Audio- und Videosteuerung über die Gebäudeautomation, Digital Signage Control bis zum Bedienen und Beobachten. Damit profitieren Anwender von zahlreichen Vorteilen. Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bietet eine Offenheit durch ihre gesamten Schnittstellen für den Bereich Medientechnik und Gebäudeautomatisierung sowie eine extreme Skalierbarkeit hinsichtlich der Leistung, der Performance und auch des Preises der Produkte und eine Connectivity von der Sensorebene bis zur Cloud. Beckhoff präsentiert auf der ISE 2018 gleich mehrere Produkte einer neuen Generation äußerst kompakter Industrie-PCs und Control-Panel. Mit dem C6015 hat Beckhoff bereits einen ultrakompakten PC präsentiert, welcher jetzt im Portfolio erweitert wird durch den C6030. Ein kompakter PC mit extremer Leistung bis zu 3,6 GHz pro Core, welcher ideal geeignet ist, um Medientechnik-Applikationen, Gebäudeautomatisierung und IoT-Anwendungen auf einer Plattform zu kombinieren. Bei der Leistungs- und Energiemessung geht Beckhoff den nächsten Schritt. Die neue Generation an Leistungsmessklemmen erweitert das Produktspektrum mit drei neuen EtherCAT-Klemmen zur Überwachung des Versorgungsnetzes und setzt dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Beckhoff bietet für den Bereich Energiemessen schon seit langem Produkte an. Neben der EL3403, die seit längerem existiert, gibt es nun eine EL3423, eine kostengünstige Klemme, um im Feld IoT-Daten aufzunehmen. Die EL3443, welche eine hochauflösende Klemme ist, und die EL3483, welche für die Bereiche Spannung, Frequenz und Phasengang als Netzwächterklemme dient. Musik